Istanbul steht für bergauf, bergab, abwechslungsreiche Kurven und verstopfte Straßen. Istanbul, 5,3 Kilometer, 58 Runden gegen den Uhrzeigersinn. Renndistanz 310 Kilometer. 5 Geraden, 3 langsame Kurven, eine Überholmöglichkeit. Topspeed 315 km/h. Willkommen in der Türkei, ich nehme Sie mit auf eine fliegende Runde hier im Red Bull Formel 1 Simulator. Und los geht's. Kurve 1, unheimlich schwer einzusehen, über die Kuppe. Der Scheitelpunkt taucht erst spät auf, man muss die Kurve erahnen. Dann geht's raus, 4., 5., 6., 7. Gang, hochbeschleunigen, den Berg hinauf. Zu einer ähnlichen Kurve wie Kurve 1, nur deutlich schneller. Wieder sieht man den Scheitelpunkt sehr schlecht ein. Dann geht's hinunter, man stürzt sich hier in dieses Loch hinunter. Doppel links, Kurve 5 und 6. Aufpassen, am Gas, das Heck will ausbrechen. Hochbeschleunigen bis in den 6. Gang. Ehe es dann in die wichtige Kurve 7 geht, hart anbremsen, aber den Speed mitnehmen, reinrollen lassen, viel Geschwindigkeit mitnehmen, früh ans Gas, den Berg hoch zur berühmt-berüchtigten Kurve 8. 6. Gang, fast Vollgas, 4 Scheitelpunkte. Es zieht unheimlich stark am Nacken, generell eine sehr, sehr anstrengende Strecke für Körper und Geist. In die Schikane hinein. Links, rechts, den Berg hoch, wieder früh ans Gas, die Geschwindigkeit mitnehmen, durch die Rechtskurve, die locker voll geht. Ideal, um sich am Gegner anzusaugen, um ihn dann Ende der Geraden auszubremsen. Bei ca. 100 Meter hart in die Bremse, runter in den 2. Gang. Dann geht es ein bisschen in den Mickey-Maus-Komplex hinein, links, rechts, links. Vorbei an der Boxeneinfahrt und dann in die letzte Kurve hinein. Wichtig, dass man früh ans Gas steigt, nicht zu weit rauskommt, nicht zu weit auf die Curbs, ehe es dann wieder aufs Ziel geht. Das war eine Runde in Istanbul.